Aldi erhöht seit diesem Jahr massiv den Druck auf die Landwirte. Die Bauern sind schockiert über strenge Auflagen zum Tierschutz. Viel strenger als gesetzlich vorgeschrieben. Guten Morgen! Es passiert was bei den großen Discountern. Allen voran Aldi Nord, die seit diesem Jahr eine nationale Tierwohleinkaufspolitik bekannt gegeben haben. Was heißt das? Und was bedeutet das für den Bauern und wie sind diese Zusammenhänge zu bewerten? Ich freue mich heute ganz besonders auf dieses Video, weil es hier ein grundsätzliches Problem in der Denkstruktur entlarvt. Also erstmal die Fakten auf den Tisch. Jegliche Produkte, die durch Stopfmast oder Lebendrupf entstanden sind, egal ob das Fleischprodukte, Daunen oder Federn sind, werden ab diesem Jahr zu 100% nicht in das Sortiment von Aldi Nord aufgenommen. Aber es geht noch weiter. Exotischere Tierprodukte, die die Lust am Fleisch steigern sollen, wie zum Beispiel Kaninchen, wie Aal, wie Hummer, wie Hai oder auch Wachteln oder deren Eier, werden komplett aus dem Programm genommen. Wenn Produkte einen hohen Anteil an Ei aufweisen, wird Käfighaltung nicht mehr akzeptiert. Alles dieses Jahr schon. Aber Aldi geht 2017 noch weiter. In circa 2 Monaten wird Aldi nur noch Eier anbieten von Legehennen, deren Schnäbel nicht gekürzt wurden. Schweinefleisch gibt es nur noch von nicht kastrierten Schweinen. Und Aldi hat schon angekündigt, weiter verstärkt an Verbesserungen im Sinne der Tiere zu arbeiten. Die nächsten Themen auf der Agenda sind Schlachtung tragender Rinder, Enthornung von Rindern und das Schwanzkopieren bei Schweinen. Der Tierschützer, zumindest der etwas pragmatischer und realistischer denkt, der wird erfreut sein in erster Instanz. Aber die Bauern sind, man kann das auch so drastisch ausdrücken, entsetzt. Und das setzt auch die Kritik von Außenstehenden an. Der arme Bauer. Aldi kann natürlich mit seiner Marktmacht den Tierschutz einfach so durchsetzen und die Bedenken gehen dann dahin, dass der Bauer auf den Kosten sitzen bleibt. Da auch die Schockstarre der Bauern derzeit. Wo die Bauern vergessen ihr Hirn einzusetzen und das Bild des sprichwörtlich dummen Bauern bestätigen, ist, dass sie überhaupt nicht die Frage stellen, warum macht Aldi das denn? Sie sehen immer nur die Sachen, die auf sie zukommen und reagieren dann darauf. Aber warum macht Aldi das denn? Jeder Mensch und insbesondere Menschen, die in ihrem beruflichen Alltag so tief und fest drinstecken wie die hart arbeitenden Bauern, stellen sich diese Frage offensichtlich nicht. Das liegt auf der Hand. Ne? Warum will Aldi sich für mehr Tierschutz einsetzen? Diese Frage. Die Antwort ist, weil wir, die Gesellschaft, Druck gemacht hat. Wir, die Menschen, die eben nicht nur innerhalb ihres Alltags denken, sondern aufstehen, informieren oder Menschen, die informieren, unterstützen, Menschen, die auf die Straße gehen, die an Demonstrationen oder Aktionen von Tierschutzverbänden teilnehmen, die offen über das Thema reden miteinander, die Menschen, die bewusst aus ethischen Gründen pflanzliche Nahrung zu sich nehmen. Ne? Wir alle sorgen dafür und Aldi reagiert nur. Genau wie die ganze Welt und ihre Strukturen nur darauf reagiert, wie wir die Menschen denken und wie wir handeln. Wir sind entscheidend und die Unternehmen und die Politik, die folgt nur. Ne? Viele zweifeln das immer noch an, aber das liegt einfach in der Begrenztheit des Denkens und der psychologischen Festklammerung an der Opferrolle. Und das passiert nur deswegen, weil man sich isoliert betrachtet und nicht als eins mit allem sieht, mit den Unternehmen und der Politik. Ne? Man existiert aber de facto nicht losgelöst, sondern steht in energetischer Verbindung mit allen. Und deswegen entstehen auch Depressionen. Das Denken entspricht nicht der natürlichen Ordnung und dieser Zwist, das sorgt für psychische Krankheiten. Aber zurück zur Angst der Bauern. Wenn die Gesellschaft Aldi dazu nötigt, den Tierschutz voranzutreiben, dann ist die Gesellschaft auch bereit, mehr dafür zu zahlen oder eben auf Tierprodukte dann zu verzichten, wenn sie zu teuer sind. Aber wenn die Gesellschaft das möchte, dann geht der Wunsch von der Gesellschaft aus, von demjenigen, der das Produkt dann auch bezahlt. Das bedeutet das, was der Bauer machen muss. Und damit meine ich alle Bauern. Das ist Weiterdenken, raus aus ihrem Tunnel zu kommen und so schwer es in einem Alltag von Tod und Quälerei von Lebewesen ist, das anzuerkennen, dass
dieses Zeitalter Geschichte ist, so sehr müssen sie gemeinschaftlich alle Bauern umschwenken auf eine Tierhaltung, die weniger grausam und weniger verachtend ist. Und dann all die gemeinsam entgegentreten und dem Konzern dann klar machen, dass die Verbraucher sind, dass die Verbraucher bereit sind, mehr dafür zu zahlen, da der Wunsch von den Verbrauchern kommt. Ne? Und für uns, die noch ein Stück weiterdenken und den Wunsch haben, gänzlich von der Tierhaltung und dem Konsum von anderen Lebewesen befreit zu werden, für die ist es auch sehr schön anzusehen, wie dann langsam eine Eigendynamik entstehen wird, wo Lebensmittel wieder endlich teurer werden, ne? Und die Bewusstheit der Menschen damit ansteigt. Weg aus der Nachkriegsära, wo man froh war, überhaupt Essen zu haben und dann im Übermaß konsumiert hat, was absolut nachzuvollziehen ist. Wo man einfach wieder die natürliche Mitte findet. Wir sind in einer Zeit, die rasch voranschreitet. Kriege, Hunger und andere weltweite Probleme werden irgendwann der Geschichte angehören. Dann, wenn sich die Gesellschaft verändert hat und Liebe allgegenwärtig ist. Wir werden das alle hier nicht mehr erleben, aber es tut gut zu wissen, dass man ein Teil dieser Entwicklung ist. Wenn ihr weiterhin Teil dieser Bewusstheit sein wollt und täglich informiert und inspiriert werden wollt, ein Leben voller Liebe zu leben und in die Gesellschaft zu tragen, dann abonniert meinen Kanal und ich freue mich dann auf Euch in den Kommentaren. Wir sehen uns morgen wieder, Euer Christian. Tschüss.